Aktuelle Stunde. Die Fraktion Die Linke hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Lobbyismus, Transparenz bei möglicher Einflussnahme von Unternehmen auf Mitglieder der Bundesregierung und des Bundestages herstellen. Sobald alle Kolleginnen und Kollegen, die an dieser Debatte teilhaben wollen, ihren Platz gefunden haben, können wir auch beginnen. So, Kollegin Schaus, dürfen wir? Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Dr. Dietmar Bartsch für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sie als Koalition haben sich ja darum bemüht, dass die Aktuelle Stunde nahezu ins Wochenende fällt, damit der Fall Philipp Amthor, der im Netz Amthor Gate genannt wird, möglichst unbemerkt bleibt. Dass der Betroffene in dieser Situation nicht hier ist, das allerdings ist wirklich feige und ich finde das unentschuldbar. Passt aber offensichtlich zu seinem Mandatsverhältnis. Passt zu seinem Mandat. Meine Damen und Herren, die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sind in der Regel ruhige und bescheidene Menschen, Menschen, die hart und ehrlich arbeiten. Das sind in der Regel keine Wichtigtuer. Das erklärt übrigens auch die Wahlerfolge der Kanzlerin, meine Damen und Herren. Da wird abends gerne mal ein kühles Bier getrunken, aber Champagner ist bei uns nur was für Schiffstaufen. Dass ausgerechnet ein Abgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern, der ein Faible für Luxushotels in St. Moritz, New York und Champagner hat, das ist wirklich völlig daneben, meine Damen und Herren. Philipp Amthor hat zumindest versucht, sein politisches Mandat mit ökonomischen Interessen zu verbinden, meine Damen und Herren. Mit Mitte 20 in den Bundestag gekommen und wenige Monate später ist das nicht mehr genug. Da musste er sich dann noch eine Beratungsleistung in einer riesigen Kanzlei an Land ziehen. Und dann hat er eben auch noch einen dritten Job als Lobbyist in einer New Yorker Firma mit Sitz in der Steueroase und Briefkastenfirma in Hochburg, Delaware, angenommen. Wie konnte bei einem Mann von der Küste der Kompass nur so versagen, meine Damen und Herren. Wir hier alle, im Übrigen auch die Abgeordneten der Union, zumindest viele, kämpfen hier im Plenum gegen Steueroasen. Und Amthor arbeitet für eine? Das ist doch unfassbar, meine Damen und Herren. Und dann spricht er von einem Fehler. Und nicht einmal von seinem Fehler, sondern von einem Fehler. Was für eine Verniedlichung! Das ist doch völlig unangemessen. Ein Fehler kann nicht 2 Jahre andauern. Und es wurde aufgedeckt. Er wurde enttarnt. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Solange er zwischen St. Moritz, Korsika und New York unterwegs war, immer für eine US-Firma, nicht für die Werften in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Firma für künstliche Intelligenz. Wenn er nur einen Fehler gemacht hätte, dann ist das nicht ein Fall von künstlicher Intelligenz. Das ist ein Fehler von fehlender natürlicher Intelligenz und von fehlendem Anstand, meine Damen und Herren. Das ist die Lage. Und es sind so viele Fragen offen. Wer hat denn die Rechnungen bezahlt? Die Flüge, die Übernachtungen, das teure Essen? Was hat denn der ganze Spaß gekostet? Der Mann muss endlich mal reinen Tisch machen. Das wäre notwendig. Und nun ist er aus dem AMRI-Untersuchungsausschuss zurückgetreten. Das ist ehrlich gesagt kein Grund für ein Lob. Dass er auch noch als Jurist überhaupt in den Untersuchungsausschuss gegangen ist, das ist doch ein Skandal. Er wusste, dass sein dicker Kumpel, der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, Herr Maaßen-Doss, befragt werden würde. Er war faktisch befangen und hätte den Ausschuss sofort verlassen müssen. Warum hat er nur diese Dreistigkeit, es dennoch zu tun? Der hat völlig die Bodenhaftung verloren. Das ist Selbsterhebung. Der hat alle Regeln des politischen Anstandes für sich ausgehebelt, meine Damen und Herren. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Verhalten von Amthor. Das schadet dem Ansehen der Politik, dem Ansehen des Deutschen Bundestages, dem Ansehen meines Heimatlandes Mecklenburg-Vorpommern. Aber, und das ist das Problem der CDU, er hat eben auch, und das schadet Ihnen, es schadet Ihnen, er hat sich eben gegen Transparenz gewehrt. Und ich will in diesem Zusammenhang meinen Vorschlag wiederholen, dass jeder die Firmenlogos der Firmen, für die er oder sie arbeitet, auf den Jacketts tragen müsste. Da würde manch einer hier im Plenum aussehen wie ein Formel-1-Fahrer. Das ist die reale Situation. Und das ist der Punkt. Handelt es hier um einen Einzelfall oder ist das Struktur? Das ist die Frage und das ist entscheidend. Und zumindest ist die Bilanz der Union in dieser Legislaturperiode dafür höchst problematisch. Millionen Verträge für externe Kumpels und frühere Kollegen unter Frau von der Leyen, ein Megaschaden für die Steuerzahler bei Mautmurks durch Verkehrsminister Scheuer, die Aserbaidschan-Affäre von Frau Strenz und jetzt Philipp Amthor, der für Champagner, Austern und Luxusreisen steht und nicht für Parlament, Arbeit und Demokratie, meine Damen und Herren. Wir sind in einer der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Millionen sind in Kurzarbeit, wie wir alle wissen. Die Arbeitslosigkeit steigt. Tausende Unternehmer werden ihr Geschäft verlieren. Wissen Sie eigentlich, was Sie da anrichten? Wie viel Vertrauen sein Verhalten zerstört? Wenn die CDU in Mecklenburg-Vorpommern Anstand besitzt, lehnt sie die Kandidatur von Amthor für den Landesvorsitz dankend ab. Das wäre das Mindeste. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Patrick Sensburg für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Bartsch, ich hätte gern vor Ihnen geredet. Ich sage Ihnen auch, warum. Sie haben 5 Minuten jetzt genutzt, um einen Kollegen dieses Hauses runterzumachen. Ich hätte gerne dargestellt, dass es heute 2 Themenbereiche gibt, nämlich einmal das Verhalten eines Kollegen dieses Hauses, wo der Kollege sicherlich hier eine klare Aufklärungspflicht hat, darzustellen, was passiert ist, darzustellen, was gewesen ist. Und ich habe den Eindruck, keiner in diesem Saal weiß es detailliert oder genau. Denn keiner war dabei, keiner kennt Akten, keiner kennt Sachverhalte. Da kann man sich hier natürlich hinstellen und das Wort nutzen und einen Kollegen von vorne bis hinten runtermachen. Und ich glaube, das ist nicht das, es ist eine Art von Umgang und wie man sich selber ausführt. Ich glaube, das ist nicht das, was die Menschen draußen wirklich hören wollen, dass wir aufeinander losgehen. Aber das Zweite ist, ich würde übrigens genauso reden, wenn es einen Kollegen, eine Kollegin der Grünen oder Ihrer Fraktion getroffen hätte. Ich habe übrigens im Vorfeld mal recherchiert. Ich glaube, nein, nicht Heuchler. Ich habe mal recherchiert. Alle Fraktionen haben genügend Kolleginnen und Kollegen in den eigenen Reihen, die hier vorne dargestellt werden könnten. Ich kann Ihnen mal eine Liste geben, die man relativ leicht googeln kann. Von Kollegen, die im Bereich der Gesundheitsindustrie engagiert sind. Ich wollte gerade keine Namen nennen, aber eine ehemalige Kollegin Ihrer Fraktion, die jetzt im Bereich der Energiewirtschaft tätig ist, die ich sehr schätze, die aber vorher noch zu ihrer Zeit bei einer Beratungsfirma war, die dafür in Stufe 3 eingestuft war, was sie selbst angegeben hat, die hat dafür auch für diese Beratungsfirma gearbeitet im Bereich Energiesektor. So, deswegen, ich wollte eigentlich hier gar keine Beispiele nennen, sondern ich halte es für sehr sinnvoll, dass wir uns den zweiten Teil angucken, Frau Kollegin Künast, nämlich das, was wir in der Überschrift dieser Debatte haben, Lobby, Lobbying. Und da müssen wir wirklich etwas anpacken. Da müssen wir wirklich endlich dazu kommen, dass wir eine Regelung haben. Und ich hätte mir gewünscht, dass Sie die Brücken jetzt gebaut hätten, nämlich zu dem Thema, wie schaffen wir es, nämlich hier eine klare Trennung hin zu einer Regelung eines Lobbyregisters zu schaffen. Übrigens, Abgeordnete betrifft das gar nicht.
Denn die berufsständischen Verbände sagen alle, entweder ist man Abgeordneter oder Lobbyist. Und von daher muss man, glaube ich, relativ klar machen, was wollen wir unter der Überschrift Lobbying, Lobbyregister. Und da hilft es auch nichts, wenn man polarisiert. Da muss man gemeinsam diskutieren, jetzt eine Regelung auf den Weg zu bringen. Da ist es gut, dass wir im Geschäftsordnungsausschuss jetzt die Anhörung beschlossen haben. Wir werden nach der Sommerpause eine Anhörung haben. Die wird in der Woche vom 28. September sein. Und da werden wir, glaube ich, mit Experten diese hochkomplexe Materie diskutieren und hoffentlich bei Zeiten auch zu einer guten Regelung kommen. Das hilft uns weiter. Klarheit, Klarheit in der Sache, voranzukommen und nicht auf Kollegen loszugehen. Das ist, glaube ich, Sache der formalen Verfahren hier im Deutschen Bundestag, der Bundestagsverwaltung. Es ist Aufgabe des Kollegen, Klarheit zu schaffen und nicht aufeinander loszugehen. Ich hoffe mir, dass es uns gelingt, gemeinsam übrigens mit dem Konsens aller Fraktionen. Und da haben Sie noch einige Aufgaben, auch bei Ihrem Gesetzesentwurf zum Lobbyregister, nämlich mit allen Fraktionen das zu schaffen. Da geht aber nicht, dass man in ein Gesetz zum Lobbyregister hineinschreibt, dass ein Lobbybeauftragter ein Betretungsrecht für Gebäude und Büroräume jederzeit hat, ohne richterliche Anordnung. Also wie Ihnen sowas einfallen konnte, also da müssen wir wirklich noch mal drüber nachdenken. Machen Sie mit uns zusammen was Gutes. Und dann brauchen wir nämlich nicht hier an dieser Stelle Kolleginnen und Kollegen runtermachen. Das ist eigentlich nicht der Stil dieses Hauses. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Während das Pult für den nächsten Redner gerichtet wird, rüge ich den Zwischenruf der Kollegin Domscheit-Berg, ohne ihn hier noch einmal zu wiederholen. Das Wort hat der Abgeordnete Enrico Komning für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, es ist wahrscheinlich eine der ältesten Geschichten der Menschheit, die unselige Verquickung von Macht und Geld. Und deshalb ist es gut, dass wir immer mal darüber reden, heute natürlich aus gegebenem Anlass. In einer Demokratie wird Macht auf Zeit gewährt. Es ist daher nicht nur verständlich, sondern geradezu wünschenswert, dass die persönliche Existenzgrundlage nicht auf einem politischen Mandat oder Amt, sondern auf einem tatsächlichen und bestenfalls auch ausgeübten Beruf basiert. Und oftmals sind es gerade Leistungsträger, die sich auch politisch, auch hier im Bundestag engagieren. Bauern, Handwerker, Menschen, die sich ein kleines Unternehmen aufgebaut haben, die hart und ehrlich arbeiten und die vor allem auch große soziale Verantwortung für ihre Arbeitnehmer und deren Familien übernehmen. Die Abgabe oder gar Schließung des eigenen Betriebes um des Mandats willen wäre aus Wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspolitischer Sicht deshalb falsch. Aber es gibt natürlich auch die anderen, diejenigen, die ihr Mandat nutzen, um sich persönlich zu bereichern. Gestaltungsmacht in einer Demokratie, meine Damen und Herren, dient dem gesamtgesellschaftlichen Wohl und nicht dem eigenen Geldbeutel. Und gerade aus der selbsternannten politischen Mitte dieses Hauses wird von Abgeordneten, die das C in ihrem Fraktionsnamen führen, besonders oft und gern die moralische Keule geschwungen. Und besonders oft und gern sind es Vertreter aus ihren Reihen, die es eben mit dieser Moral nicht immer so ganz genau nehmen. Eine Aufzählung erspare ich mir jetzt. Dietmar Bartsch hat ja hier schon einen Aufschlag gemacht. Sie, meine Damen und Herren von der CDU, Sie sollten das mit dem erhobenen Zeigefinger sein lassen. Abgesehen von der Frage der Legalität, ein kleines Start-up, von dem übrigens keiner so genau weiß, was es tut, im Wirtschaftsministerium zu pushen und dafür Anteilsoptionen zu bekommen, das, meine Damen und Herren, das ist nicht aufrecht, das ist nicht bürgerlich und das ist schon gar nicht konservativ. Und das, meine Damen und Herren, das gilt im Übrigen auch für den Minister,
die darauf eingehen. Auch das gilt es zu untersuchen. Meine Damen und Herren, Kommunikation zwischen Interessenvertretern, Fachleuten und Politik führen zum Austausch von Argumenten und damit in der Regel zur besseren politischen Entscheidung. Es muss aber unbedingt Transparenz herrschen. Transparenz ist vor allem bei den politischen Mandatsträgern wichtig. Und das wird durch die Pflicht zur Anzeige von Nebeneinkünften ja auch schon realisiert. Das Problem ist, eine Anteilsoption ist eben kein Einkommen. Es ist ein Versprechen, wenn nicht gar eine Wette auf einen zukünftigen Gewinn und deshalb bisher nicht anzeigepflichtig. Ratio der Offenlegungspflicht von Nebeneinkünften ist ja aber gerade die Möglichkeit, Verknüpfungen zwischen Geld und politischen Entscheidungen zu erkennen. Und da besteht vor allem auch bei der Gewährung von Optionen ein hohes Interesse an Transparenz. Optionen sind ein übliches Vergütungsmittel, vor allem bei Start-ups, die zumeist kaum ausreichend Kapital haben. Und der gut vernetzte Mandatsträger wird dadurch ganz besonders motiviert, zum Unternehmenserfolg und damit zu seinem eigenen finanziellen Erfolg beizutragen. Das macht die Option besonders verlockend für politische Korruption. Und deshalb ist es absolut notwendig, die Gewährung von Anteilsoptionen für Abgeordnete anzeigepflichtig zu machen. Abschließend, meine Damen und Herren, wir sollten uns jeden Tag und alle vor Augen halten, wir handeln hier für die Allgemeinheit und nicht für das eigene Interesse. Schauen wir alle jeden Morgen in den Spiegel und fragen wir uns, ob wir dem auch wirklich gerecht werden. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich entschuldige mich bei der Kollegin Domscheit-Berg, dass ich ihr diesen Zwischenruf zugeordnet habe. Inzwischen haben wir das geklärt. Ich rüge also den hier nicht zu wiederholenden Zwischenruf der Kollegin Dadelen. Das Wort hat der Kollege Dr. Matthias Bartke für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Kollege Amthor mit seinem Geschäftsgebaren hat uns diese Aktuelle Stunde zum Lobbyismus und zur Einführung eines Lobbyregisters verschafft. Das ist schon etwas kurios, denn mit seinen Aktivitäten, wenn es denn stimmt, was man in den Zeitungen liest, ist Philipp Amthor ganz sicher kein Fall fürs Lobbyregister. Ich fürchte, er ist eher ein Fall für den Staatsanwalt. Und wenn die Presse recht hat, prüft der hiesige Generalstaatsanwalt ja auch schon. Mit 6 Abgeordneten ist die CDU Mecklenburg-Vorpommern einer der kleinsten CDU-Landesverbände. Im Januar hat die Staatsanwaltschaft die Räumlichkeiten der Kollegin Karin Strenz durchsucht, einer weiteren Abgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, ein Drittel der Landesgruppe hat derzeit mit der Staatsanwaltschaft zu tun. Man ist geneigt zu sagen, Frau Bundeskanzlerin, was ist da los? Sorgen Sie mal für Ordnung in Ihrem Landesverband. Nun ist es so, dass aufgrund der Causa Amthor der Ruf nach einem Lobbyregister von der Opposition sehr laut erhoben wird. Um es klar zu sagen, die SPD findet das gut. Wir waren immer schon für ein Lobbyregister. Logischerweise sind daher die einzigen beiden Bundesländer, die ein Lobbyregister haben, auch solche mit SPD-Ministerpräsidenten. Es ist schön, dass sich die Sinnhaftigkeit eines Lobbyregisters nun immer mehr durchsetzt. Vielen Dank, Philipp Amthor. Eine der erfreulichsten Wenden hat da die FDP hingelegt. In der Vergangenheit war sie immer gegen ein Lobbyregister. Zur letzten Bundestagswahl hat Christian Lindner noch gemeint, die bestehenden Regeln seien ausreichend. Im Wahlprogramm zur letzten Bundestagswahl hat die FDP das Thema Lobbyregister daher auch noch weiträumig gemieden. Da war sie noch die gute alte Mövenpick- und Glücksspiel-Lobby-FDP. Aber diese Zeiten sind jetzt vorbei. Ab heute ist die FDP transparent. Ich schätze mal, die drohende 5%-Hürde macht es möglich. Die dreisteste Nummer liefert aber die Linke. Sie bringt einen Entwurf für ein Lobbyregistergesetz ein, der absolut von Sachkenntnis geprägt ist. Das muss man zugeben.
Das ist in Wahrheit aber auch gar kein Wunder, denn der Gesetzentwurf ist gar nicht von der Linken. Er ist eine Koproduktion von Abgeordnetenwatch und Lobbycontrol. Hier ist er. Wunderbarer Gesetzentwurf. Kann man sich auf beiden Seiten runterladen. Wir kennen beide Vereine. Sie sind natürlich verdienstvoll und wir schätzen sie sehr. Aber natürlich sind sie Lobbyisten für ihre Sache. Meine Damen und Herren, ich finde, das hat was. Zum Thema Lobbyismus übernimmt die Linke einen Gesetzentwurf von Lobbyisten. Natürlich ohne das an irgendeiner Stelle in dem Gesetzentwurf zu benennen. Auf sowas muss man ja erstmal kommen. Sowas kann man sich ja kaum ausdenken. Und jetzt zu den Grünen. Die Grünen fordern derzeit am lautesten ein Lobbyregister. Nun gibt es ja bekanntlich ein Bundesland, das von einem grünen Ministerpräsidenten regiert wird. Baden-Württemberg. Und in der Tat hat Grün-Schwarz in Baden-Württemberg in seinen Koalitionsvertrag hineingeschrieben, dass es ein Lobbyregister einführen will. Das einzige Problem, die Wahlperiode in Baden-Württemberg neigt sich dem Ende zu. Im März stehen Neuwahlen an. Und ein Lobbyregister gibt es immer noch nicht. Priorität scheint das Ganze also nicht zu haben. Frau Hasselmann, ich würde sagen, nun aber mal hurtig. Das ist der Unterschied zwischen der Großen Koalition und Grün-Schwarz. Grün-Schwarz schreibt ein Lobbyregister in seinen Koalitionsvertrag, macht es dann aber nicht. Die GroKo schreibt ein Lobbyregister nicht in ihren Koalitionsvertrag, hat sich aber fest vorgenommen, es dennoch zu machen. Meine Damen und Herren, ich bin guter Dinge, dass die GroKo zeitnah einen Entwurf für ein Lobbyregistergesetz vorlegt. Aber ich sage auch, trivial ist ein solches Vorhaben nicht. Allein die Frage, wer ist eigentlich Lobbyist? Ist der Bäcker in meinem Wahlkreis Lobbyist, wenn er sich im Zuge des Konjunkturpaktes bei mir für die dauerhafte Absenkung der Mehrwertsteuer bei Brötchen einsetzt? Wohl kaum. Aber wie ist es bei dem Geschäftsführer einer Brotfabrik aus meinem Wahlkreis, der das Gleiche fordert? Muss der sich vorher in einem Lobbyregister eintragen? Darf der sich auf einer Wahlkampfveranstaltung von mir mit seinen Interessen nicht mehr zu Wort melden, weil er sich vorher nicht registriert hat? Das sind Fragen, die zu lösen sind. Meine Damen und Herren, die Große Koalition wird ein Lobbyregister vorlegen, das den Einfluss auf parlamentarische Entscheidungsprozesse reguliert, aber gleichzeitig auch Augenmaß wahrt. Ich danke Ihnen. Das Wort hat Dr. Marco Buschmann für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das Anliegen, das wir heute diskutieren, ist eigentlich sehr ernsthaft. Deshalb hätte ich mich auch gefreut, Herr Bartke, wenn Sie einen ernsthaften Beitrag geleistet hätten. Sie haben diese Woche das Thema Lobbytransparenzregister auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Sie haben heute wieder nur Ankündigungen gemacht. Sie hätten diese Woche einen konkreten Termin vor der Sommerpause benennen können. Und Sie tun nichts anderes, als das Thema seit Monaten vor sich herzuschieben und jetzt hier so zu tun, als sei die SPD die treibende Kraft in der Angelegenheit. Das ist nichts anderes als ein Hütchenspielertrick. Schämen Sie sich. Ich fand es übrigens beim Titel dieser Aktuellen Stunde interessant, worum es heute gehen müsste. Und es war ja irgendwie klar, dass viel über Philipp Amthor geredet wird. Und ich kann das natürlich auch verstehen, weil das natürlich jeden hier umtreibt, wenn ein Kollege seinen politischen Einfluss, seinen politischen Zugang dafür einsetzt, um die Werthaltigkeit seiner Aktienoptionen zu steigern. Das ist unanständig und das gefährdet auch das Ansehen unserer Arbeit und das gefährdet das Ansehen der Demokratie. Nur wissen Sie, was passiert ist? Das ist ganz interessant. Wir vergessen ja immer wieder, dass Interessenwahrnehmung oder Lobbyismus ja wie selbstverständlich zur Demokratie gehört. Es gibt in der Zivilgesellschaft natürlich unterschiedliche Ansichten von dem, was richtig und falsch ist. Es gibt natürlich in der Wirtschaft unterschiedliche ökonomische Interessen. Und es ist gut, dass es Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter gibt, dass es Umweltverbände gibt, dass es Idealvereine gibt, die sich hier einbringen.
Und wissen Sie, was mir diese Menschen diese Woche geschrieben haben? In Wahrheit empfinden wir es als eine Zumutung, mit einem solchen Fall in einen Topf geworfen zu werden. Und recht haben all diejenigen, die saubere Interessenvertretung betreiben. Wir sollten Philipp Amthor nicht mit Lobbyismus in einen Topf werfen. Da tun wir dem sauberen Interessenvertreter nämlich einen Tort an, Herr Bartsch. Und das hätte ich mir als Gedanken bei Ihrer Einbringung hier eher gewünscht. Und was hier zu kurz gekommen ist, ist doch das eigentliche Anliegen hinter dem Interessen, hinter dem Lobby-Transparenzregister. Nämlich, dass es in Wahrheit hier gar nicht um die Tätigkeiten von Abgeordneten geht, da geht es nämlich um die Transparenz bei Nebentätigkeiten, sondern beim Lobby-Transparenzregister geht es ja um etwas ganz anderes. Es geht um die Frage, ob die Öffentlichkeit den Eindruck hat, dass es bestimmte Interessen gibt, die personell und organisatorisch so gut ausgestattet sind, dass sie in überproportionaler Weise sich hier im Parlament durchsetzen. Und auch das ist geeignet, das Vertrauen in den parlamentarischen Prozess zu unterminieren. Und deshalb brauchen wir an der Stelle Transparenz. Und es gibt auch eine zweite Entwicklung. Und die gehört auch dazu. Es gibt zunehmend Organisationen, die geben sich klangvolle Namen. Die tun so, als würden sie das Gemeinwohl vertreten, aber in Wahrheit vertreten sie knallharte ökonomische Interessen. Und so ein Beispiel ist zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe. Die Deutsche Umwelthilfe, das schreibt das Wochenmagazin Die Zeit, bekommt im Jahr knapp 3 Millionen Euro von Spendern und Sponsoren. Und darüber schreibt das Wochenmagazin Die Zeit, ich zitiere, doch viele davon bleiben anonym und manche haben ein hartes geschäftliches Interesse an ihren Kampagnen, Zitat Ende. Einer dieser Sponsoring-Partner war über viele Jahre Toyota. Und Toyota hat öffentlich erklärt, warum sie das getan haben. Natürlich, weil sie sich im Wettbewerb mit deutschen Automobilherstellern einen Vorteil erhofft haben. Und natürlich haben sie das gemacht, wie der CEO öffentlich erklärt hat, weil der Eindruck bestand, das sei eine, Zitat, neutrale Stelle, kann man im Fokus nachlesen. Und ich finde, dieses scheinheilige Deckmäntelchen angeblicher Gemeinwohlorientierung müssen wir denjenigen entreißen, und zwar nicht, weil es per se illegitim ist, was sie tun. Nur dann, wenn wir wissen, wie viel Geld diese Leute bekommen, und nur dann, wenn wir wissen, von wem es kommt, kann die Öffentlichkeit und kann dieses Parlament kritisch bewerten, wie hier welche Interessen versucht werden, eingespeist zu werden. Und das ist Transparenz. Das ist das eigentliche Anliegen des Lobby-Transparenzregisters. Darüber hätten wir hier heute stärker reden müssen. Und darüber, Herr Bartke, hätten wir auch schon vor der Sommerpause hier im Parlament eine Anhörung durchführen können. Das haben Sie verhindert. Und jetzt führen Sie sich auf als Held der Transparenz. Das ist genauso intransparent wie die Deutsche Umwelthilfe. Schämen Sie sich. Das Wort hat die Kollegin Britta Hasselmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es gibt zwei Ebenen, über die heute diskutiert werden kann. Das eine ist der Fall Amthor, und der Fall Amthor ist nicht aufgeklärt. Dass der Abgeordnete Amthor bis heute die zahlreichen offenen Fragen an ihn und die vor allen Dingen entscheidende Frage, ob für seine Lobbytätigkeit, seine Türöffnerfunktion für das Bundeswirtschaftsministerium ein Vorteil oder eine Gegenleistung entstanden ist, die auch heute schon nach dem Abgeordnetengesetz nicht erlaubt ist, hat er bis heute nicht beantwortet. Und das ist ein großer Fehler. Denn mit jedem Tag, in dem die Debatte läuft, schadet sie dem Ansehen von Politik und Politikerinnen und Politikern insgesamt. Sie schadet dem Ansehen der parlamentarischen Demokratie. Und das weiß Amthor genauso gut wie jede und jede von Ihnen, die hier sitzt. Vielleicht war es unbequem, diese Fragen zu beantworten, weil man heute noch weitere Karrierepläne in Mecklenburg-Vorpommern weiterverfolgt. Ich finde, er wäre in der Pflicht gewesen, innerhalb von einer Woche zu sagen, was ist mit den teuren Reisen,
Was ist mit den Unterbringungen in Luxushotels? Stehen die in einem Zusammenhang mit der Türöffnerfunktion? Dann ist es ganz klar ein Verstoß. Dann ist es nicht Recht und Gesetz. Und das weiß am besten der Kollege Amthor selbst. Und ich finde, dass die Union das auch klar sagen muss. Ich war befremdet über die zahlreichen banalisierenden, entschuldigenden Äußerungen einiger Ihrer Kollegen. Seit wann ist der Mann besonders jung? So alt wie der Mann kann ich gar nicht werden, meine Damen und Herren. So wie ich den Jungen hier auftreten gesehen habe im Deutschen Bundestag. Er ist auch nicht zu jung, meine Damen und Herren, um anscheinend weitere Nebentätigkeiten auszuüben und in der Welt auf Jagd zu gehen. Mit dem ehemaligen BND-Präsidenten in so einer Herrenrunde möchte Frau überhaupt nicht sein. Aber das spielt hier heute kein Thema. Wichtig ist, dass der jetzt diese Fragen beantwortet und aufklärt und an Aufklärungsarbeit mitarbeitet. Und das hat er bisher nicht getan. Und das ist ein großer Fehler. Warum spricht er eigentlich nicht von seinem Fehler? Warum spricht er nicht davon, dass er etwas aufzuklären hat? In der dritten Person rückt das Thema nicht weiter von ihm weg. Jetzt aber genug über Amthor geredet. Der hat hier deutlich Verantwortung zu übernehmen und aufzuklären. Das ist eine ganz klare Sache, meine Damen und Herren. Und ich frage mich, warum das länger als 8 Tage dauert. Darauf hat es bisher keine Antwort gegeben. Der andere Punkt ist der, wir brauchen im deutschen Parlament mehr Transparenz. Wir brauchen mehr Offenheit und mehr Nachvollziehbarkeit. Wir brauchen klarere Regeln, striktere Regeln für Nebentätigkeiten. Ich meine, ich wunderte mich gerade auch, dass hier gerade der Kollege so gut Bescheid wusste, der ganz oben in der Skala steht. Ist ja kein Geheimnis, Herr Koning. 760.000 Euro muss man erst mal nebenbei verdienen. Donnerwetter! Donnerwetter kann ich da nur sagen, weil mein Grundsatz ist ja und unser aller, das Mandat steht im Mittelpunkt der Tätigkeit. Ich frage mich da manchmal, wo schafft man das noch nebenbei? Aber gut, das müssen Kollegen für sich selbst beantworten. Meine Damen und Herren, wir brauchen striktere Regeln für die Veröffentlichung von Nebentätigkeiten. Wir brauchen striktere und klarere Regeln für Unternehmensbeteiligungen. Wir müssen auch die Frage, wie ist das mit den Aktienoptionen, klären. Wir brauchen den legislativen Fußabdruck, damit nachvollziehbar ist, wer hat an Gesetzgebung mitgewirkt und wer hat Einfluss genommen. Und wir brauchen ein Lobbyregister. Und Herr Bartke, das war jetzt ziemlich billig aus Sicht der SPD. Wo waren Sie denn eigentlich? Warum haben Sie das nicht vereinbart, als Sie die Koalition getroffen haben? War anscheinend nicht so wichtig, das gesetzliche Lobbyregister. Ich kann nur sagen, in den Sondierungsgesprächen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen war in der Arbeitsgruppe Demokratie, Konstantin von Notz, hatten wir das schon längst geklärt. Es gibt ein gesetzliches Lobbyregister. Scheint nicht so intensiv verhandelt worden zu sein. Also jetzt kommen Sie mir doch hier nicht mit Baden-Württemberg. Ich habe gesagt, ich vertrete das seit über 8 Jahren, dass auf Bundesebene ein gesetzliches Lobbyregister zwingend ist. Und bisher scheitert es an der Blockade der CDU-CSU, die aus keiner Sicht gerechtfertigt ist, und daran, dass Sie als Koalition das nicht zustande bringen. Das muss man doch in aller Deutlichkeit hier sagen. Und ich sage Ihnen zuletzt, die Interessenverbände der Wirtschaft sind hier viel weiter als Sie. Die wissen ganz genau, dass der Dreh- und Angelpunkt für politische Interessensvertretung, und da geht es auch nicht darum, hier einzelne Gruppen zu diffamieren wie die Deutsche Umwelthilfe oder auch Abgeordnete zu vergleichen, die gegen überhaupt gar keine Regel verstoßen zu haben. Es ist doch völlig klar, dass wir jetzt dieses gesetzliche Lobbyregister brauchen. Und die Wirtschaftsverbände haben sich in einer großen Allianz zusammengetan und fordern uns nahezu auf, endlich für ein gesetzliches Lobbyregister zu sorgen. Seit Jahren schon. Die sind weiter als Sie. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Patrick Schnieder das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Ich muss mich auch am Anfang erstmal vergewissern, worüber wir heute eigentlich reden. Ich bin dem Kollegen Dr. Buschmann sehr dankbar, dass er das ein Stück weit geklärt hat und mit sehr klugen Gedanken, das will ich wirklich zugestehen, die Debatte hier nochmal auf den Punkt gebracht hat. Hier steht Transparenz und Lobbyismus. Und deshalb will ich zunächst einmal sagen, wir sind hier in einem Plenarsaal und nicht in einem Gerichtssaal und auch nicht vor einem Tribunal. Und ich habe Verständnis dafür, dass man über den Kollegen Amthor spricht. Und ich will ganz klar sagen, er hat sich fehlerhaft verhalten. Und das ist unabhängig davon, ob er gegen Regeln oder gegen Gesetze verstoßen hat. Das wird noch geklärt. Er hat sich fehlerhaft verhalten. Und er hat den Fehler selbst eingeräumt. Und er hat Konsequenzen gezogen. Das sind zunächst mal, das kann man bewerten, das sind zunächst mal die Fakten. Die hat man zur Kenntnis zu nehmen. Und dann sollten wir, wenn wir über Transparenz reden und debattieren hier, auch mal differenzieren. Sie tun ja in der Diskussion nicht nur hier, sondern auch in der Presse der letzten Tage so, als würde ein Lobbyregister all diese Probleme beseitigen, die hier aufgetreten sind. Das ist die vollkommen falsche Baustelle. Sorry. Wir reden hier zunächst mal über die Verhaltensregeln, die wir uns gegeben haben. Und die sind klar, die sind ganz klar geregelt. Das Mandat hat im Mittelpunkt zu stehen. Gleichwohl dürfen wir Nebentätigkeiten ausüben. Und es gibt eine Reihe von Anzeigepflichten. Und wenn ich das auch aus der Presse richtig entnommen habe, dann hat der Kollege auch seine Beratungsobliegenheiten wahrgenommen und hat in Einzelfällen nachgefragt bei der Bundestagsverwaltung. Und jetzt warten wir mal ab. Das ist ein Verfahren, das da läuft, und da wird eine Prüfung stattfinden. Und dann werden wir das Ergebnis zur Kenntnis nehmen, ob gegen Regeln verstoßen worden ist, ja oder nein. Aber vorher werden wir hier kein Urteil sprechen. Das will ich allerdings einmal ganz klar feststellen. Und dann können wir in dem nächsten Schritt darüber reden, es ist hier mehrfach angesprochen worden, was ist mit Aktienoptionen? Jetzt könnte ich im Duktus der letzten Tage und eines Teils der Debatte hier mal sagen, ich kann in all den Anträgen, Gesetzesentwürfen, die Sie vorgelegt haben zum Lobbyregister, das Wort Aktienoptionen nirgendwo lesen. Ist auch vollkommen verständlich, denn es gehört in die Verhaltensregeln rein. Und wenn wir feststellen, da können wir auch darüber diskutieren, dass man da etwas noch erweitert regeln muss, dass wir eine Regelungslücke haben, dann werden wir uns doch solchen Gesprächen nie versperren. Dann werden wir darüber reden. Ich sehe auch keinen Antrag, dass das überhaupt schon im Gespräch wäre. Also wir wollen jetzt mal die Dinge hier so benennen, wie sie auch sich darstellen. Und dann reden wir über den dritten Punkt. Da geht es nämlich über die Frage Transparenz und Lobbyregister. Und da sage ich Ihnen ganz klar, wir haben als Union bisher keinen Vorschlag. Wir haben als Koalition keinen Vorschlag. Das gehört nämlich miteinander zusammen. Wir bereden das zusammen in der Koalition, aber nicht als Fraktion allein. Gleichwohl halten wir ein Lobbyregister für erforderlich. Da hat sich der Kollege Sensburg schon vor über einem Jahr zu geäußert. Und uns geht das auch nicht schnell genug. Das kann man, glaube ich, ganz offen sagen. Aber es ist vollkommen richtig, was die Kollegin Hasselmann gesagt hat. Wir haben es im Koalitionsvertrag nicht vereinbart. Und diejenigen, die regieren und die gerne regieren, die wissen, dass ein Koalitionsvertrag das ist, was man abarbeitet, was man gemeinsam an Kompromissen geschlossen hat und was man prioritär an Maßnahmen vorgesehen hat. Und jetzt wollen wir uns dennoch dazu aufmachen, eine Regelung hier zu treffen. Und das haben wir getan und die Gespräche haben begonnen. Und auch da schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir wollen uns einer Regelung nicht verschließen. Aber ein Wort will ich noch dazu sagen. Auch das eine Diskussion, nicht nur heute hier, sondern in den letzten Tagen. Der Vorwurf, wir hätten hier Blockade und Verzögerungstaktik an den Tag gelegt. Vor allem mit einer Anhörung, die nicht mehr jetzt vor der parlamentarischen Sommerpause stattfindet, sondern im Oktober. Ich kann nur Folgendes sagen. Im Dezember 2019 haben wir im Ausschuss darüber gesprochen, dass wir eine Anhörung durchführen. Ich habe nur festgestellt, dass in meinem Kalender zunächst ein Märztermin geblockt worden ist für eine mögliche Anhörung. Warum auch immer die dann nicht dort stattgefunden hat.
Ich habe anschließend, ich kann Ihnen das auch sagen, ich habe mir alle E-Mails vorlegen lassen. Wir haben im Anschluss bei mir im Kalender im Mai zwei Sitzungswochen, zwei Termine geblockt. Haben wir auch nichts vereinbart, dass dort eine Anhörung stattfindet. Und jetzt kommen Sie um die Ecke und sagen, jetzt muss jetzt unbedingt vor der Sommerpause stattfinden. Ich kann nicht erkennen, dass wir blockiert haben und verzögert haben. Nur weil wir sagen, wir machen es in aller Ruhe mit guten Argumenten, dass wir das im Oktober machen. Was ist der Unterschied? Und darauf kommt es doch an. Sie können das doch im Plenum aufsetzen. Wenn wir die Anhörung noch vor der Sommerpause machen, setzen Sie es im September auf, im Plenum zur Abstimmung. Wenn wir die Anhörung im Oktober machen, setzen Sie es im Oktober auf. Das ist ein Monat Unterschied. Es ist doch lächerlich, dass das eine Blockade oder Verzögerung wäre. Da sollten wir auch den Ball flach halten. Wir wollen Lobbyregister und ich bin zuversichtlich, dass wir dort zu Lösungen kommen. Das Wort hat der Abgeordnete Thomas Seitz für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte bekennen, ich bin Lobbyist. Ein Lobbyist für Recht und Freiheit und für nichts anderes. Und wenn alle Abgeordneten so dächten, dann hätten wir nicht nur ein besseres Parlament, sondern auch ein besseres Deutschland. Der Kollege Amthor liefert den Anlass für die heutige Diskussion. Das Problem ist aber strukturell. Und nur ganz kurz zum Kollegen. Er hat äußerst unklug gehandelt, auch wenn wohl kein Verstoß gegen die Verhaltensregeln vorliegt. Man muss dem Kollegen aber auch zugutehalten, dass er mit seinem auf Universität und Junge Union beschränkten Erfahrungsschatz einfach nicht bodenständig verwurzelt war und es auch nicht sein konnte. Über die für die Unabhängigkeit eines Abgeordneten notwendige Lebens- und Berufserfahrung konnte er altersmäßig gar nicht verfügen. Und ich glaube, das zeigt, wie falsch manche Kollegen hier im Haus unterwegs sind. Und zwar nicht, weil bei allen das Talent fehlt, sondern weil sie einfach 5 oder 10 Jahre hier zu früh dran sind. Ich schätze den Kollegen Amthor aber als intelligent genug ein, um aus seinen Fehlern zu lernen. Und vor allem sein zweites Staatsexamen nachzuholen, um sich unabhängig vom Politikbetrieb zu machen. Und gerade weil er so jung ist, gebe ich ihm eine echte Chance, die Traditionslinie fragwürdiger Integrität in der Union zu durchbrechen. Eine unrühmliche Traditionslinie von Helmut Kohl über Wolfgang Schäuble bis unlängst Stefan Habart. Denn wenn wir über Lobbyismus reden, reden wir vor allem über Integrität, über die Integrität des Parlaments, der Regierung und allgemein des politischen Betriebs. Und da die Hoffnung auf Integrität nicht ausreicht, brauchen wir Regeln für den Lobbyismus, um jedenfalls die schlimmsten Auswüchse zu verhindern. Und was an zulässigem Lobbyismus übrig bleibt, das muss dann möglichst transparent sein, damit der Bürger weiß, welchen Konzern oder welche Ideologie er zwangsläufig mit einer Partei oder einem Kandidaten mitwählt. Was das Thema Integrität und Transparenz angeht, ist dieses Parlament ein Parlament der Schande. Gerade wir als Alternative für Deutschland sind deshalb gegen den Berufspolitiker Typ Altpartei. Unsere Satzung gibt das Bild eines Abgeordneten vor, der über eine mehrjährige Erwerbsbiografie verfügt, die ermöglicht, dass er nach längstens 3 oder 4 Legislaturperioden in seinen alten Beruf zurückkehrt. Und wenn er seinen Beruf auch während des Mandats ausübt, dann nur in einem Umfang, der für die spätere Rückkehr notwendig ist. Er übernimmt aber keine neuen Tätigkeiten, schon gar nicht als Lobbyist. Und nach Ende des Mandats gilt freiwillig eine Karenzzeit von 3 Jahren. Das ist es, wofür die Alternative für Deutschland steht. In der Realität der Altparteien gab es dagegen jahrzehntelang überhaupt keine Regelungen, die wenigstens verhinderten, dass Regierungsmitglieder und parlamentarische Staatssekretäre ihr amtlich erworbenes Wissen und vor allem aber ihre amtlich geknüpften Kontakte mehr oder weniger nahtlos nach dem Ausscheiden aus dem Amt gewinnbringend an den Meistbietenden verhökerten. Seit 2015 gibt es für Minister und Staatssekretäre nun zumindest halbherzige Regelungen, mit einer allerdings viel zu kurzen Karenzzeit und vor allem ohne spürbare Sanktionen.
Ein paar Beispiele der jüngeren Zeit. Stellen Sie doch eine Zwischenfrage, Frau Kollegin. Auch Ex-Minister dürfen das tun. Der Kollege Oliver Wittke, CDU, bis letzten November noch Staatssekretär, wartet auf die Berufung als Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbandes der Immobilienwirtschaft. Ex-Minister Gabriel, SPD, wartet auf die Berufung in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Ex-Ministerin Frau Zypris, SPD, sitzt im Aufsichtsrat bei Bombardier. Und Frau Andreae von den Grünen ist jetzt Lobbyistin beim Verband für Energie und Wasserwirtschaft. Und das in seiner Dimension wohl dramatischste Beispiel, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Habart. Ein exzellenter Jurist, keine Frage. Aber wer als Vorstand selbst einer Wirtschaftskanzlei sogenannte Nebeneinkünfte in einer Höhe bezogen hat, dass er dafür selbst bei einem Stundensatz von 500 Euro noch rund weitere 2500 Stunden im Jahr neben dem Mandat arbeiten müsste, der provoziert eben die Vermutung, dass hier Geld ohne Gegenleistung geflossen ist. Ein mutmaßlicher Lobbyist für Volkswagen war tätig in Ausschüssen und hat im Dieselskandal an Entscheidungen mitgewirkt mit großer Bedeutung für Volkswagen. So etwas darf es nicht mehr geben, und eine Möglichkeit dafür wäre, dass Einkünfte aus Nebentätigkeiten, nicht aus Vermögensverwaltung, die die Abgeordnetenentschädigung übersteigen, künftig an die Staatskasse abzuführen sind. Diese Beispiele machen es für mich unumgänglich, dass nicht nur das Bundesminister- und Abgeordnetengesetz angepasst werden, weil, Herr Schnieder, die Verhaltensregeln reichen eben nicht aus, sondern es bedarf auch der Einführung eines Lobbyregisters. Wir werden dazu demnächst einen eigenen Entwurf vorlegen, aber es geht eben nicht nur um die Verflechtungen und Einflussnahmen seitens der Wirtschaft, sondern auch um Einflüsterungen seitens Ideologen und NGOs. Gerade Letztere müssen hier erfasst werden, da sie oft das Vehikel zur Umsetzung von Interessen von milliardenschweren Hintermännern sind, deren direkte Einflussnahme Herr bei Abgeordneter Seitz, Sie müssen zum Schluss kommen. Auslösen würde. Ich komme zum Schluss. Ein Register, das echt für echte Lobbytransparenz sorgt, muss deshalb abbilden, mit wem ein Abkassierverein, wie die bereits erwähnte DHU, zusammenarbeitet, genauso die Verflechtungen von Frau Scheer von der SPD und Herr Seitz, setzen Sie bitte den Punkt. Eifer bei der Verbreitung der Solarideologie. Vielen Dank. Herr Abgeordneter Seitz, Sie haben den Deutschen Bundestag als Parlament der Schande bezeichnet. Damit verletzen Sie die Würde des Hauses. Ich erteile Ihnen dazu einen Ordnungsruf. Und vorsorglich, ich erteile diesen Ordnungsruf nach § 36 Artikel 1 unserer Geschäftsordnung. Sowohl der Inhalt des Gerügten als auch der Ordnungsruf dürfen im weiteren Verlauf dieser Debatte nicht zum Gegenstand der Debatte gemacht werden. Wir fahren fort in der Aktuellen Stunde. Das Wort hat die Kollegin Sonja Amalie Steffen für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was glauben Sie, was die Leute draußen an den Bildschirmen denken, wenn die diese Debatte hören? Also gerade der letzte Redner vor mir hat, glaube ich, dafür gesorgt, und das ist wirklich schlimm genug, dass die Menschen da draußen denken, was ist hier eigentlich los im Parlament? Und eins möchte ich aber zusätzlich vorweg sagen. Ich werde mich ebenfalls, wie der Kollege Schnieder das auch getan hat, nicht an dem Tribunal gegen den Abgeordneten Philipp Amthor heute bei der Rede beteiligen, weil ich glaube, wir sollten wirklich abwarten, was bei den Untersuchungen herauskommt, bevor wir hier in diesem Haus vorab Urteile treffen, die uns alle auch letztendlich schaden können. Andererseits muss ich aber auch sagen, man kommt sich tatsächlich vor wie beim Murmeltiertag, und das ist jetzt nicht lächerlich gemeint, sondern ich bin seit 2009 in diesem Parlament, und seit 2009 habe ich selber schon 3 Reden zum Thema Lobbyregister gehalten. Das Thema ist übrigens schon viel, viel älter. Es ist leider unheimlich schade, dass es immer wieder zum Thema wird und dann noch mit dieser unglaublichen Schärfe, wenn ein Skandal kommt, so wie wir den diese Woche erlebt haben. Und das finde ich natürlich auch wirklich schlimm, wie alle anderen hier
auch, dass es dieses Themas dann bedarf, dass es eines Skandales bedarf, damit wir wieder darüber reden. Und ich möchte Ihnen sagen, und da rede ich wirklich für die SPD-Fraktion, wir verfolgen dieses Thema mindestens seit 2009. Und bislang konnten wir leider hier nicht zu einem Ergebnis kommen. Und wenn es denn dann so ist, dass jetzt dieser Skandal dazu führt, dann ist es zwar ein trauriger Anlass, der uns allen wirklich nicht gut tut, aber letztendlich ein Anlass, der hoffentlich zu einem guten Ergebnis führen wird, zu einem Lobbyregister. Denn es ist ja nun mal so, das ist vorhin auch schon kurz gesagt worden, wir haben so viele gute Unternehmen, gute Interessenverbände, KMUs, Handwerkskammern, Naturschutzverbände, Entwicklungszusammenarbeit, Sozialverbände, wir kennen die alle gut, ja, die völlig zu Recht ihre berechtigten Interessen uns gegenüber wahrnehmen. Und gerade jetzt in der Corona-Pandemie sind wir alle noch viel mehr damit beschäftigt. Und das ist auch richtig so. Die Menschen kommen zu uns mit ihren Anliegen. Wir reden mit ihnen darüber, nicht nur mit den einzelnen Menschen, sondern eben auch mit den Verbänden, damit wir ihre Anliegen berücksichtigen können in der Gesetzgebung. Das ist richtig so. Und deshalb sind wir der Gesellschaft schuldig, dass wir endlich eine transparente Lobbyregisterregelung mit einem Verhaltenskodex finden. Wir sind es übrigens auch den Interessenverbänden schuldig. Die wollen das auch. Das ist tatsächlich so. Die warten darauf, weil sie endlich aus dieser Schmuddelecke rauskommen wollen. Und wir sind es letztlich uns selber schuldig, uns Abgeordneten schuldig. Denn jeder Skandal, ich sage es nochmal, schadet dem Ansehen in diesem Hohen Hause. Vielleicht hätten ja sogar junge Unionler anstatt eben diese nicht besonders schönen, sondern eher wirklich schon verwerflichen Dinge während der Wahrnehmung des Amtes dann auch in Anspruch zu nehmen. Vielleicht hätte ein Verhaltenskodex ja gewirkt, um dem von vornherein Einhalt zu gebieten. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe das schon gesagt, wir brauchen ein öffentliches Register, wir brauchen eine Eintragungspflicht aller Interessenverbände. Da muss drinstehen, wer ist für einen Interessenverband unterwegs, mit welchem Ziel ist derjenige für den Interessenverband unterwegs, welche Interessen werden verfolgt. Wir brauchen einen Verhaltenskodex, der muss auch wirklich konkret formuliert sein. Es darf nicht mehr so sein, dass auf Luxusjachten irgendwelche Vereinbarungen geschlossen werden oder dass irgendwelche Überlegungen getroffen werden, wie man wen möglicherweise besuchen und beeinflussen kann. Das darf nicht sein, das schadet unserem Haus und deshalb brauchen wir ein Lobbyregister. Das nur über Hausausweise zu regeln, ist definitiv nicht ausreichend. Und die Freiwilligkeit des Registers ist auch nicht zielführend. Wir brauchen darüber hinaus einen Fußabdruck. Wir brauchen in jedem Fall einen exekutiven Fußabdruck. Ob es ein legislativer oder ein exekutiver Fußabdruck werden soll, das werden wir in den jetzt beginnenden Verhandlungen beraten. Wir werden eine Expertenrunde haben. Wir haben das schon gehört. Die wird nach der Sommerpause stattfinden. Und da muss ich jetzt auch mal sagen, weil ich befürchte, dass der Kollege Strätmanns da gleich noch mal drauf eingehen wird. Es ist tatsächlich so, wir haben diese Woche überlegt, ziehen wir die Sachverständigenanhörung vor, machen wir das noch vor der Sommerpause oder machen wir das nach der Sommerpause? Und wir haben tatsächlich gesagt, wir machen es nach der Sommerpause, weil wir es eben auch vorbereiten wollen und weil wir uns genug Zeit damit lassen wollen. Das ist nicht witzig, weil es einfach vor der Sommerpause nicht mehr gereicht von der Zeit. Und deshalb lassen Sie uns nach der Sommerpause da wirklich gut rangehen. Ich bin sehr froh, wirklich abschließend sehr froh, dass wir, und da bin ich auch sehr hoffnungsvoll, wir haben das ja auch schon gehört von den Kollegen von der Union, dass wir ein Lobbyregister noch in dieser Legislaturperiode aufstellen werden. Kollegin und ich freue mich auf die Verhandlungen. Für die Fraktion Die Linke hat nun der Kollege Friedrich Strätmanns das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie in einem Brennglas zeigt die Causa Amthor, was im Verhältnis von Politik und Geld nicht stimmt. Dies ist ja doch bei weitem kein Einzelfall. Friedrich Merz,
trat direkt im Jahr nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag die hauptamtliche Stelle bei einem Finanzdienstleister an, während er sich zuvor nur neben dem Mandat seine Beratungstätigkeiten bezahlen ließ. Jetzt will er wieder zurück in die Politik. Weiteres prominentes Beispiel: Sigmar Gabriel. Zu Beginn dieser Legislaturperiode noch Kollege von uns, hat gerade offenbar eine Sammelleidenschaft für Aufsichtsratsposten entwickelt und zusätzlich nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag seine Dienste bei einer Politikberatungsfirma gewinnbringend angelegt. Gerhard Schröder, Kurt Beck, Ronald Pofalla, Roland Koch, Hannelore Kraft, Daniel Bahr, Eckhard von Kleden, Dirk Niebel, das ist nur ein vollkommen willkürlicher über prominente Wechsel von Politikern in die Privatwirtschaft. Seit 2010 sind nach einer Zusammenstellung der Organisation Lobby Control mehr als 110 ehemalige Politiker von Union, FDP, SPD und Grünen aus ihrem Mandat ohne Umschweife und Scham in die Wirtschaft gewechselt. Darunter sind ehemalige Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre. Schaut man auf die Liste, stellt man fest, dass das Amt des Staatssekretärs eher der direkte Draht der Wirtschaft in die Regierungsgeschicke ist. Mit welcher Schamlosigkeit das Ganze betrieben wird, zeigt der genauere Blick. Da wechselt der ehemalige Gesundheitsminister zur Krankenversicherung. Oder der ehemalige Verkehrsminister wird zum Chef des Autolobbyverbandes. Die Kontakte, die man in einem öffentlichen Amt geknüpft hat, so offen in die Wirtschaft zu tragen, widerspricht völlig der Verpflichtung aufs Gemeinwohl und der Verantwortung, die solche Ämter mit sich bringen sollten. Und wie diese Netzwerke genutzt werden, das sehen wir doch immer wieder. Denken Sie an den Abgasskandal, es ist erwähnt worden. Da werden von ehemaligen Kanzleramtsministern und späteren Autolobbyisten Briefe an die lieben ehemaligen Kollegen geschrieben, damit bloß die Abgastests nicht modifiziert werden. Oder damit die Grenzwerte verschärft werden, weil die Sorge um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger verglichen mit der Sorge um die Interessen der Automobilindustrie nämlich überzogen seien. Diese Briefe werden dann noch mit dem einen oder anderen Anruf garniert und kurze Zeit später hat die Bundesregierung eine gänzlich andere Position zu dem Thema, die wie zufällig den Industrieinteressen gleicht. Wir Linke sagen jedoch, Politik darf nicht zum Befehlsempfänger der Wirtschaft verkümmern. Wir sind mit großer Skepsis konfrontiert, was unsere Arbeit hier betrifft und wem gegenüber wir uns verantwortlich fühlen, und das auch völlig zu Recht, wenn ich mir diese Fälle vor Augen führe. Liebe Kolleginnen von Union und SPD, wenn Sie kein Interesse daran haben, Wählerinnen und Wähler als Interessenvertreter der Konzerne wahrgenommen werden, stimmen Sie endlich einer schärferen Kontrolle des Lobbyismus in diesem Lande zu. Unser eingebrachter Entwurf zum Lobbyregister liegt Ihnen seit Oktober 2017 vor. Sie von Union und SPD haben uns immer wieder mit fadenscheinigen Argumenten vertröstet, zuletzt vorgestern im Geschäftsordnungsausschuss. Erst in 4 Monaten soll nun endlich die Anhörung stattfinden. Das ist eine durchschaubare Verzögerungstaktik, die von einer durchtriebenen Kaltschnäuzigkeit zeugt. Dagegen beinhaltet unser Gesetzentwurf 3 Punkte. Erstens eine verpflichtende Eintragung aller Lobbyisten mit Kontakt zu Abgeordneten in ein Register. Zweitens, die im Lobbyismus aufgewendeten Summen müssen konkret angegeben werden. Drittens, bei jedem Gesetzentwurf fordern wir einen sogenannten legislativen Fußabdruck, um die auf die Erarbeitung von Gesetzentwürfen einwirkenden Lobbyinteressen transparent zu machen. Dass Ihnen diese Regelungsvorschläge offenbar zu weit gehen, lässt Böses ahnen. Zum Abschluss möchte ich aber noch einmal zu der Person zurückkehren, die uns diese Aktuelle Stunde hier beschert hat, nämlich Philipp Amthor. Er war immer einer derjenigen, die an allervorderster Front standen, wenn es darum ging, zu erklären, warum der Vorschlag zur Wahlrechtsreform von Linken, Grünen und FDP nicht realistisch sei. Das Argument war stets, die Wahlkreise seien jetzt schon zu groß. Vielleicht ist aber gar nicht die Größe des Wahlkreises der ausschlaggebende Punkt, sondern wie sehr man sich auf sein Mandat konzentriert. Und vielleicht hätte er sich mal besser für eine Firma aus seinem Wahlkreis eingesetzt. Das wäre auch dort besser angekommen. Aber da hätte der Geschäftstermin möglicherweise an der Mecklenburgischen Seenplatte stattgefunden und nicht im Luxushotel auf Korsika. An der Seenplatte finde ich es übrigens ehrlich gesagt schön. Und ich hatte schon lange mal vor, dort vorbeizuschauen. Im Übrigen nicht mit dem Privatflieger, sondern mit dem Wohnwagen. Vielen Dank.
Das Wort hat der Abgeordnete Marco Bülow. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde schon ziemlich bezeichnend, wie so einige Kollegen der Union das schönreden, was wir nun bei Philipp Amthor erlebt haben. Auf der anderen Seite werden 16-, 17-, 18-jährige Aktivistinnen, Aktivisten, die für das Klima demonstrieren, dämonisiert und in eine Ecke gestellt. Und auf der anderen Seite ist ein 27-Jähriger zu jung, Verantwortung zu übernehmen. Da kann man sagen, er ist doch jung genug. Genau dieser Widerspruch, den lassen wir nicht durchgehen. Philipp Amthor wusste genau, was er tut. Aber der eigentliche Skandal ist, über den wir reden sollten und hier auch reden, dass es kein Einzelfall ist, sondern dass es zum Teil Methode hat. Der eigentliche Skandal ist, dass wir uns auch in diesem Haus häufig in einer Gratwanderung zwischen Profitlobbyismus und der Abhängigkeit der Politik befinden. Dass wir eben nicht Lobbyismus, wie ich ihn verstehen würde, eine reine Interessensvertretung ist, die jeder gleichzeitig und gleichmäßig gestalten soll, sondern dass auf der einen Seite die großen Profitlobbyisten gibt, die ein- und ausgehen im Ministerium. Es gibt teilweise schöne Auflistungen nach Fragen von Kolleginnen und Kollegen und mir, wie häufig denn zum Beispiel Umweltverbände dabei waren, wenn es um Energiewendekonzepte ging. Und auf der anderen Seite aber die Energieunternehmen in einem riesigen Wasserkopf ständig ein- und ausgehen in den Ministerien und auch bei Kolleginnen und Kollegen. Auch das, finde ich, gehört bei dieser Debatte dazu. Und wir haben ein System, dass man eigentlich alles darf als Abgeordneter. Konzerne haben Compliance-Einrichtungen. Da muss man nämlich fragen und sich vergewissern, was man darf und nicht darf. Und es gibt sozusagen viele Verwaltungen, da darf man eigentlich nichts außerhalb dieses Hauses. Aber ein Abgeordneter darf eigentlich alles, außer er ist dann sozusagen für eine Stimme bestechlich. Er darf Geld nehmen in unendlicher Höhe, er muss es nur anzeigen beim Bundespräsidenten. Und natürlich verlangt man dafür eine Gegenleistung. Jeder weiß doch, wie das aussieht und jeder weiß auch, in welcher Höhe bestimmte Sachen fallen und laufen und fließen und die sind natürlich dann auch eine Gegenreaktion bekommen. Und das ist der Skandal, über den wir eigentlich reden sollten. Und da hilft auch, liebe sehr geehrte Damen und Herren, da hilft auch kein Lobbyregister. Und da will ich noch mal einen Schwenk an die SPD sagen. Ich habe lange in der SPD für dieses Lobbyregister gekämpft. Ich weiß, bei den Koalitionsverhandlungen mit der Union ist das das Erste, was immer runtergefallen ist. Und wenn es wirklich eine Transparenz von Ihnen geben sollte, warum? Warum hat die SPD, als Abgeordnetenwatch geklagt hat, dass die Hausausweise, dass es dann eine Öffentlichkeit gibt? Warum hat die SPD nicht zugestimmt, dass es diese Transparenz gibt, sondern musste von Gerichten gezwungen werden? Wenn man wirklich Transparenz will, dann muss man das machen. Aber dann reicht ein Lobbyregister nicht aus. Dann brauchen wir einen Kodex, einen Ethikkodex für Abgeordnete. Der sehr geehrte Kollege Gerd Schick von den Grünen, leider nicht mehr im Haus, hat so einen Kodex mit mir erstellt. Leider sind nur 40 Abgeordnete dabei. Da verpflichten wir uns darum, dass wir sozusagen unsere Nebentätigkeiten begrenzen, dass es eine Transparenz gibt, um wie wir mit dem Lobbyisten umgehen. Das müsste aber allgemein verbindlich sein. Zudem brauchen wir den legislativen Fußabdruck. Wir brauchen aber auch klare Grenzen und Verbote. Am Ende brauchen wir eine neue politische Kultur. Denn, ich glaube, das dürfen wir nie vergessen, dass unser Chef eben nicht der Fraktionsvorsitzende ist, nicht die Regierung ist und erst recht keine Konzernvertreter sind, sondern unser Chef, das ist die Bevölkerung. Und das sollten wir uns vor allem jeden Tag hinter die Ohren schreiben. Das Wort hat der Kollege Michael Frieser für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein bisschen müssen Sie noch auf das Wochenende warten, aber ich verspreche, es dauert nicht allzu lang. Herr Bülow, ein nettes Buch. Ich halte es mal hoch, Frau Präsidentin. Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, da steht eigentlich genau drin und sehr eingehend, was man machen darf. Leider Gottes steht nichts drin über den Missbrauch von Debattenkultur. Aber
Wir haben das schon leider Gottes in der letzten Zeit öfter erlebt, dass man ein Thema anmeldet und aber dann zu einem ganz anderen redet. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, Frau Präsidentin, Paragraph 8 Verfahren als Anlage zu den Verhaltensregeln. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass ein Mitglied des Bundestages seine Pflichten nach den Verhaltensregeln verletzt hat, holt der Präsident zunächst dessen Stellungnahme ein und leitet eine Prüfung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht ein. Das ist genau das, was passiert. Und ich kann nur sagen, wer in einer solchen Debatte versucht, eine Vorverurteilung herbeizuführen, zeigt einerseits seine schräge Auffassung von parlamentarischer Demokratie und sorgt am Ende in der Tat für Intransparenz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sollten wir auch dem Kollegen Amthor nicht antun. Denn das, was hier getan wird durch den Bundestagspräsidenten, ist absolut eindeutig. Deshalb gibt es Verhaltensregeln. Deshalb gibt es genau die Regeln, die uns versuchen vorzugeben, an welcher Stelle wir tatsächlich nach dem Abgeordnetengesetz, das eben Tätigkeiten auch außerhalb des Mandates möglich macht, in welcher Art und Weise wir das tun. Und da kommt man mit der Saubermann-Rhetorik von der AfD nur wirklich keinen Zentimeter weiter. Wollen wir wirklich über die undiskutierten und unnachverfolgbaren Spenden aus dem Ausland reden? Wollen wir wirklich über Plakataktionen reden, bei denen keiner weiß, welcher Verein eigentlich dahinter steht? Das sind Reden, die allenfalls Klickzahlen in Russia Today bringen werden, aber für die parlamentarische Demokratie führen sie uns keinen Zentimeter weiter. Und dann versuche ich doch noch mal darauf hinzuweisen, diese Verhaltensregeln, die wir haben, sollen es dem Bürger und der Bürgerin ermöglichen, sich selbst ein Bild zu machen davon, in welchen theoretischen Beziehungen, vielleicht sogar eben auch Abhängigkeiten der einzelne Abgeordnete steht. Das ist das Entscheidende daran. Daran können wir ständig weiterarbeiten. Aber das Thema Lobbyismus hat nun mal damit überhaupt nichts zu tun. Dann ist es wirklich Themaverfehlung. Denn bei Lobbyismus geht es um Interessenvertretung. Und Interessensvertretung in der Politik ist so alt wie die Politik selbst. Das ist doch wahrlich nichts Neues. Und deshalb noch mal ein kurzes Zitat, Frau Präsidentin. Auch das regelt bisher schon der Deutsche Bundestag, indem er nämlich sagt, der Präsident des Bundestages führt eine öffentliche Liste, der alle Verbände, die Interessen gegenüber dem Bundestag oder der Bundesregierung vertreten, eingetragen werden. Dass das nicht reicht, darüber sind wir uns vollkommen im Klaren. Dass es tatsächlich so ist, dass aus der Wirtschaft, aus den Unternehmen selbst der Wunsch kommt, in Verbindung mit ihren eigenen Compliance-Vorschriften deutlich, transparent, offen zu sagen, wer an welcher Stelle in der Politik für seine Interessen einsteht und natürlich auch versucht, Einfluss geltend zu machen. Das ist etwas, das wir regeln sollen. Und diese Krokodilstränen über die Frage, kommt die Anhörung jetzt im Juli oder kommt sie am 1. Oktober, da kann ich nur sagen, wer der Sache dienlich sein will, der bereitet eine ordentliche Anhörung vor, die gemeinsam, hoffe ich, zu einem Ergebnis führt und am Ende des Tages zu einem Gesetzentwurf, der nicht außerhalb des Hauses produziert worden ist. Und am Ende des Tages einigt uns eines: die Unabhängigkeit des Mandates. Selbstverständlich ist jeder Kollege für sich selbst dafür verantwortlich. Es gibt einen schönen Ausspruch von Kurt Götz: hätte er ein Gewissen, hätte er am besten nicht Abgeordneter werden dürfen. Aber genau darum geht es, nämlich das Gewissen selbst zu überprüfen. Und da sind die Leitlinien eindeutig. Unabhängigkeit kann nur gewährleistet sein, wenn ich auch transparent mache, was ich vor dem Bundestag getan habe, was ich währenddessen tue und was ich hinterher tue. Und dann kann der Wähler und die Wählerin die Entscheidung darüber treffen. Und eine Vorverurteilung in einem unglaublich nebelkerzengeschwängerten Luftraum dieses Deutschen Bundestages, damit man einen Showdown hat, am besten noch bevor der Präsident tatsächlich bei seinen Untersuchungen herausbringt, dass am Ende des Tages wohl kein Verstoß gegen die Verhaltensregeln vorlag. Das ist natürlich zu wenig und das bietet tatsächlich zu wenig Aufmerksamkeit. Ich wünsche trotzdem ein schönes Wochenende.
Das Wort hat der Kollege Frank Schwabe für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren. Ich habe das Privileg, als letzter Redner der Woche jetzt zum Thema Transparenz und Verhinderung von Bestechung und Korruption zu reden. In der Tat, das, was wir hier haben als Bundestagsabgeordnete, ist ein besonderes Privileg. Wir sind in der Tat Interessenvertretung, Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter unterschiedlicher Gruppen in der Gesellschaft. Und das ist auch okay so. Was eben nicht okay ist, ist, wenn das, was wir da tun, als Interessenvertretung verquickt wird mit persönlichen Interessen. Und damit das nicht geschieht, dafür gibt es eine Versicherung. Und die Versicherung für die Gesellschaft und für uns selbst, für jeden Einzelnen, vielleicht auch für Philipp Amthor, ist eben die Möglichkeit der Transparenz und die Schaffung der maximalen Transparenz. Und ich komme nicht umhin, schon zu sagen, dass insbesondere auch die Unionsfraktion auf der Bremse gestanden hat bei so vielen Themen in der Vergangenheit. Wie lange hat es gedauert, bis wir die Offenlegung von Nebentätigkeiten, im Übrigen immer noch nicht auf Heller und Pfennig, hier vereinbaren konnten? Und beim Lobbyregister reden wir nicht über Mimikrie von Lobbyregister, um etwas, was am Ende gar nicht weiterhilft, sondern um ein vernünftiges, umfassendes Lobbyregister. Und ich will daran erinnern, dass es eine Antikorruptionsorganisation des Europarats gibt. Die hat uns was ins Stammbuch geschrieben. Und wir haben gerade mal 3 von 8 dieser Empfehlungen vernünftig in Deutschland umgesetzt. Und das muss dringend anders werden. Der Fall Philipp Amthor offenbart, und der Kollege Bartke hat schon gesagt, offenbar ein systematisches Problem der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich will reden über den Fall Karin Strenz. Da muss man übrigens gar nicht viel vorverurteilen, weil das meiste eigentlich mittlerweile bekannt ist. Die Kollegin ist aber immer noch Mitglied entsprechend ihrer Fraktion. Und da wird im Übrigen deutlich, und am Fall Karin Strenz wird im Übrigen deutlich, was Bestechung bedeutet oder bedeuten kann. Da geht es nämlich um das Thema von Leben und Tod. Wenn es andere Länder gibt, die sozusagen Abgeordnete hier auf der Payroll haben, um entsprechend sie zu beeinflussen. Frau Strenz ist Lobbyistin für Aserbaidschan. Sie hat gelogen. Und ich habe sie im Übrigen, weil ich sehe, sie hat Geld aus Aserbaidschan bekommen und hat dafür eine Leistung sozusagen erbracht, habe sie auch als korrupt bezeichnet und tue das auch weiterhin so. Frau Strenz hat nachweislich mindestens 22.000 Euro aus Aserbaidschan bekommen, hat das sozusagen mittelbar bekommen über eine Tarnorganisation, die der ehemalige Verteidigungsstaatssekretär der CSU, Eduard Lindner, entsprechend geleitet hat. Sie hat gelogen im Vorfeld einer Wahlbeobachtungsmission in Aserbaidschan 2015, in dem sie schriftlich versichert hat, keinen Interessenkonflikt zu haben. Sie hat 2010 eine über Aserbaidschan organisierte sogenannte Wahlbeobachtung geleitet und hat darüber gesagt, Zitat, es sei eine gute Wahl nach internationalen Standards gewesen. Mittlerweile, in der Tat, gibt es eine Strafe, ein Ordnungsgeld des Deutschen Bundestages von etwa 20.000 Euro, aber aufgrund von Verfahrensversäumnissen. Der Europarat hat in einem Bericht einer unabhängigen Kommission festgestellt, dass Frau Strenz einen andauernden Interessenkonflikt in ihren Aktivitäten in der Parlamentarischen Versammlung mit Bezug zu Aserbaidschan habe. Und sie hat mittlerweile ein Betretungsverbot beim Europarat, und zwar lebenslang. Und wie es gerade schon gesagt wurde, die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, die Immunität ist aufgehoben. Aber Frau Strenz ist immer noch, nicht jetzt gerade hier, aber immer noch in den Reihen der CDU-CSU-Fraktion. Und ich zitiere, der ist ja nicht da, ich habe ihn mehrfach danach gefragt, Michael Große-Brömer, Ihren parlamentarischen Geschäftsführer, der hat im Tagesspiegel am 25. April 2018 gesagt, Zitat, für mich besteht kein Anlass, Frau Strenz wegen Verstoßes gegen Verhaltensregeln aus der Fraktion auszuschließen. Es ist klar, Sie haben eine Lobbyistin für Aserbaidschan in Ihren Reihen. Sie haben einen ehemaligen Abgeordneten aus Ihren Reihen, der als Lobbyist entsprechend auch überführt worden ist und ein internationales Netzwerk zum Schutz dieses Regimes organisiert. Warum ist das wichtig? Weil unsere Verhaltensregeln, die wir bisher haben, die mangelnde Transparenz unserer Verhaltensregeln, das alles ermöglicht hat. Und weil es auch entsprechend die Aufklärung behindert. Deswegen fordere ich uns auf, endlich das umzusetzen, was GRECO empfohlen hat. Nicht nur die 3 von 8 Empfehlungen, sondern die 5 anderen Empfehlungen auch. Wir brauchen eine Ad-hoc-Offenlegung in aktuellen Fällen wie die von Herrn Amthor. Warum kann denn der Bundestagspräsident ihn nicht verpflichten, was zu sagen zu dem, was er entsprechend da jetzt treibt? Wir brauchen eine umfassende Offenlegungspflicht auch entsprechend aller Unternehmensbeteiligungen. Wir brauchen eine vernünftige personelle Ausstattung des Bundestages. Wenn man nämlich, man kann die besten Regeln haben, wenn man die nicht überprüfen kann, dann funktioniert es auch nicht. Und wir brauchen eben ein Lobbyregister umfassend
umfassend und gesetzlich verankert. Und das liegt im Übrigen seit der letzten Legislaturperiode. Eva Högel war diejenige, die ihren Namen darunter gezeichnet hat, entsprechend hier auf dem Tisch. Philipp Amthor will ich nur einen Ratschlag mitgeben, volle Transparenz, und das macht er natürlich nicht, volle Transparenz, alles sagen, was ist, und dann kann man entsprechend bewerten. So eine Salamitaktik führt dazu, dass man sich am Ende mehr ins Unrecht setzt, und das ist nicht gut. Und deswegen lassen uns den Fall in der Tat nutzen, jetzt endlich die Regeln in diesem Parlament weiter anzupassen. Vielen Dank. Die Aktuelle Stunde ist beendet. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des